Kinderclub stellt vor. Das Malbuch Außergewöhnliche Traktoren, Teil 2. Schaut mal, Kinder, was für ein ungewöhnlicher Traktor. Wollt ihr wissen, was er kann? Ja! Gut, aber lasst uns ihn zuerst ausmalen. Gelb. Grau. Schwarz. Orange. Hellblau. Grün. Braun. Das ist ein spezieller Traktor, der Eisenbahnwaggons rangieren kann. Er arbeitet auf dem Rangierbahnhof. Interessant! Was macht man, wenn ein Waggon von einem Zug abgehängt und an einen anderen angehängt werden muss? Dann ruft man diesen speziellen Traktor. Anders als die Lok kann dieser Traktor sowohl auf den Gleisen fahren als auch auf der Straße. Praktisch, oder? Ja, sehr praktisch. Der Traktor fährt an den Waggon ran, stellt sich auf das Gleis, fährt seine speziellen Metallräder aus, die gleichen wie bei dem Waggon, nur kleiner. Diese Räder halten den Traktor auf dem Gleis ganz gut fest. Er fährt rückwärts, bis der Waggon angekoppelt werden kann. Super! Nun schließt man ein Schloss auf, um den Waggon vom Zug abzukoppeln und bringt ein anderes Schloss an, damit sich der Waggon nicht zufällig löst. Fertig! Jetzt kann der Waggon vom Zug abgetrennt werden. Aber vorher muss das zweite Schloss gesichert werden. Jetzt kann es losgehen. Auf dem Nachbarglas steht der andere Zug, an den dieser Waggon angehängt werden muss. Aber wie gelangt unser Traktor auf das Nachbargleis? Das ist leicht. Dafür gibt es eine spezielle Vorrichtung, die Weiche heißt. Die Weiche verbindet Gleise miteinander. Der Fahrer spricht mit dem Fahrdienstleiter und bittet ihn, die Weiche umzustellen. Und schon ist die Weiche umgestellt. Jetzt kann der Traktor das Gleis wechseln und den Waggon an den richtigen Zug ankoppeln. Gut gemacht! Vorsichtig fährt der Traktor rückwärts an den Zug ran. Jawohl! Nun muss der Fahrer nur noch die Kupplung schließen, damit der Wagen sich nicht löst. Fertig, es kann losgehen. Der Traktor ist so stark, dass er auf einmal mehrere Waggons ziehen kann. Wollen wir sie zählen? Ja! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Richtig, es sind 5 Waggons. Und jetzt wird der Traktor diese 5 Waggons an den anderen Zug anhängen. Tschüss, Traktor! Gute Fahrt!
Und das ist der Traktor Mulcher. Was ist denn das? Malen wir ihn aus und dann erzähle ich euch etwas über ihn. Okay. Grau. Rot. Blau. Dunkelgrau. Schwarz. Orange. Beige. Hellblau. Braun. Wie schön! Ja, das habt ihr gut gemacht. Was macht man, wenn ein Grundstück total mit hohem Gras und dickem Gebüsch verwachsen ist? Auf einem solchen Grundstück kann man nichts bauen und nichts anbauen. Es muss zuerst von dem Gewächs befreit werden. Uns hilft der Traktor Mulcher. Er hat vorne eine Vorrichtung zum Zerkleinern von so einem Gewächs. Der Traktor sägt, schneidet und zermahlt alles, was unter seine Riesenmesser kommt. Fertig. Das Grundstück ist frei. Jetzt kann man es pflügen und zum Beispiel Mais anbauen. Schaut mal, das ist der Metallverlader. Habt ihr so etwas schon gesehen? Nein. Lasst uns ihn ausmalen. Dann können wir sehen, was er kann. Ja. Blau. Rosa. Schwarz, Orange, Beige, Hellblau, Grau. So sieht das Bild besser aus, nicht wahr? Ja, viel besser. Da kommt der Fahrer. Er steigt in die Kabine und lässt den Motor an. Seht ihr, was dieser Traktor für einen Arm hat? Das ist ein spezieller Greifer. Damit kann er große Metallteile greifen und sie in den Zerkleinerer hineinschmeißen. Guckt mal, zuerst fährt der Traktor spezielle Stützen aus. Damit wird er ganz stabil. Dann macht er den Greifer auf und holt die Karosserie eines alten Autos. Das fällt ihm gar nicht schwer. Super! Jetzt lässt er das alte Auto in den Metallzerkleinerer fallen. Aber damit der Fahrer besser sehen kann und das große Metallstück nicht daneben schmeißt, fährt er die Kabine hoch. So ist es viel besser. Nun kann der Fahrer den Greifer wieder aufmachen und die alte Karosserie landet im Zerkleinerer. Oh nein, stopp, stopp! Keine Sorge, das zerkleinerte Metall bringt man in die Fabrik, wo es zu einer neuen Autokarosserie umgeschmolzen wird. Ein neues Auto ist doch viel besser als ein altes, oder? Hurra! Abonniere den Kinderclub TV-Kanal und schau neue Zeichentrickfilme jeden Tag. Das geht ganz einfach. Drücke auf den Knopf Abonnieren neben der Giraffe. Gleich jetzt!